Ich schreibe nicht mit dem Hintergrund, was ist die größte Zeile, was ist das größte Gefühl. Und das Wort heißt Leuchtturm oder Hurricane, auch gerne genommen. Ist oft so in Writing Sessions in Amerika, war ich ja auch viel. Und da treffen sich dann ganz viele verschiedene Writer in einem Raum und überlegen, wozu schreiben wir heute? Okay, Hurricane, let's do Hurricane, it sounds big. Und dann erzählt jeder, was er so mit Hurricane verbindet. Und am Ende kommt ein Song raus und denkst so, wo ist jetzt das Herz? Wer hat denn hier ein wirkliches Anliegen? Das ist langweilig, das habe ich auch alles lange hinter mir. Und wir schlafen mit dem Mond über uns und den See im Sand. Wenn es kalt ist, machst du Feuer vor unserem Zelt am Strand und du sagst, schau aufs Meer, leicht sein ist nicht schwer. Zelt am Strand zum Beispiel ist so ein Song. Der ist entstanden, da habe ich mich mit meinem Mann gestritten und habe einfach einen Song darüber geschrieben. Ey, warum können wir nicht wieder zurück ans Meer fahren, wo es alles so schön war und so leicht? Warum fetzen wir uns gerade irgendwie die ganze Zeit? Was ist los? Und das dann plötzlich zu singen und dann zu realisieren, so schon ganz schön, sehe ich schon auch ganz schön, packe ganz schön aus. Das ist ganz schön intim. Wir sind jetzt ja hier im Studio und nehmen Songs für meine neue Platte auf. Und zwar für die Deluxe-Version. Da gibt es nämlich die ganzen Songs schon mal einmal live gespielt. Und wir so viel Lust hatten, uns mal einmal zu treffen. Die Songs schon mal zu spielen live. Jens, es ist scheißegal, ob ich hier gerade erzähle, was wir mitmachen wollen. Ich muss jetzt hier aufnehmen. Wir haben nicht so viel Zeit, Leute. No, sorry, don't like it. Du bist mein Ein, mein Alles, mein Jetzt, mein Hier, mein Süßigkeiten-Tag, mein Haus am Meer. Egal wie sehr ich mich auch dagegen wehr, ich glaub nicht an für immer, aber an uns immer mehr. Alles fühlt sich so gut an mit dir, keiner streitet und liebt sich wie wir. Alles fühlt sich so gut an mit dir. Du bist mein Ein, mein Alles, mein Jetzt, mein Hier. Alles fühlt sich so gut an mit dir. Keiner streitet und liebt sich wie wir. Alles fühlt sich so gut an mit dir. Du bist mein Ein, mein Alles, mein Jetzt, mein Hier. Geil. Fucking Part, let's go. Voll gut. Voll fröhlich, das war voll gut. Nice. Thank you. Also hallo, hallo finde ich gut. Was ich aber auch schön finde, hier kannst du mal schreiben, sing laut von den Dächern deiner Stadt. Oder ihr macht steh auf, geh raus, sing laut. Finde ich auch geil. Also passt halt hier auch so krass hin. Steh auf. Ich dachte, eigentlich ist Kraftwerk das perfekte Synonym für das, was ich mache. Ich laufe die ganze Zeit immer auf Hochtouren. Ich bin 24 Stunden im On. Ich mache irgendwie gefühlte 7 Jobs gleichzeitig. Mein Mann sagte zu mir, als er den Titel sah, er so, das ist schön, aber irgendwie sagt doch, irgendwie fehlt mir das Warme, das Liebevolle, weil es ist so viel Liebe in diesen Songs auch. Ja, dann habe ich kurzerhand entschieden, dass es Herzkraftwerke heißt. Die Veröffentlichungsstrategien der Plattenfilme ist heutzutage, du haust einen Song raus und noch einen Song und noch einen Song und dann kommt irgendwo das Album. Da war ich auch ein bisschen nostalgisch, weil ich bin da noch nicht angekommen in dieser Welt und ich kaufe mir gerne noch eine Platte und höre die von vorne bis hinten und mache mir darüber Gedanken, was derjenige sich auch dabei gedacht hat, der Künstler. Ich wollte halt auch in dem Titel des Albums klar machen, dass es mir um dieses Werk geht. Vielleicht um das letzte Mal physische CD. Für das letzte Mal ist es ein bisschen auch Abschied nehmen. Und ja, das ist alles da drin. Was hat uns so ruiniert, das Hirn so glatt poliert, dass uns nichts mehr berührt? Was ist mit uns passiert? Wo ist denn nur die Liebe, Liebe, Liebe? Warum halten wir nicht zusammen?
und reichen uns die Hand und fangen was Neues an, ein bisschen mehr als jeder kann. Wir brauchen wieder Liebe, Liebe, Liebe. Hör auf deinen Bauch ist entstanden. Da habe ich Nico Rebscher das erste Mal getroffen. Es war unser erstes Date. Ich bin zu ihm ins Studio gefahren. Und wir hatten eine tolle Chemie sofort. Wir haben uns angestrahlt und er hat sich ans Klavier gesetzt und ich habe mir das Mikro genommen. Und wir haben tatsächlich den ganzen Song gejammt. Weil die Melodie war so da da, da da. Und es hatte sowas von steh auf, geh raus. Hör auf deinen Bauch, das war eh schon, diese Zeilen waren schon lange bei mir irgendwie, die schwirren eh immer so in meinem Kopf rum oder in meinem Bauch und wirken da so und dann irgendwann kommt eine Melodie und dann weiß ich jetzt, dass die Melodie ist für diese Zeile oder für die Zeile und dann hatte ich so, steh auf, geh raus und hab mir dann so jemanden vorgestellt, der halt so einen 9-to-5 im Büro hat und eigentlich immer von irgendwas anderem träumt und hab mir dann gedacht, dem sag ich heute mal, ey, steh auf, geh raus, das ist geil, sing laut, sei leidenschaftlich, sei wild und schieb nichts auf, schieb es nicht auf, mach sofort. Das Englisch, ich bin mit englischsprachiger Musik groß geworden, mit Soul, mit Jazz, mit Blues und es liegt mir im Blut und ich habe mich nie gefragt, warum das so gut funktioniert, dass man Töne in englischer Sprache so gut, dass man Worte so gut vertonen kann auf Englisch. Habe aber gemerkt, auf Deutsch musst du wirklich 2, 3, 4 Mal drüber nachdenken, welches Wort trifft jetzt genau dieses Gefühl und ist aber nicht sperrig. Es ist eben wichtig, dass wenn ich singe, von der Liebe haben sie alle keinen Plan, dann ist es halt nicht von der Liebe haben sie alle keinen Plan. Es ist halt nicht kein Nennen, weil kein Nennen ist unsexy, darüber stolpert man, das ist nicht im Flow, sondern es muss heißen, von der Liebe haben sie alle keinen Plan, also kein, man hört das N eigentlich gar nicht, man sagt auf gar keinen Fall kein Nennen und es sind oft diese kleinen Tricks, die den Unterschied machen, dass du denkst, oh, jemand kann gut auf Deutsch singen oder jemand kann nicht so gut auf Deutsch, weil es dich unterbewusst stört. Hör auf dein